Düngen. Natürlich verkaufen wir gerne Düngen. Wir verkaufen online auch Düngen. Aber die Grundhypothese, die ich Ihnen ans Herz legen möchte, gerade bei holzigen Pflanzen und bei Obst- und Beerenpflanzen haben wir fast nur holzige Pflanzen, Pflanzen, die also länger leben, auch ein Wurzelsystem ausbilden, das sich eben schon selber zu helfen weiß und genau das holt, was die Pflanze braucht, düngen Sie zunächst, gehen Sie mal davon aus, dass Sie nichts düngen müssen. Wenn Sie dann noch mit Kompost arbeiten in Ihrem Garten, gestern hat Karl Roberger, heißt er, oder? Hat einen wunderschönen Vortrag gehalten über Kompost im Garten, bin nicht überall einverstanden, aber grundsätzlich ist es natürlich ein super Dünger, da düngen Sie natürlich schon. Und da müssen Sie über zusätzliche Düngen einfach zunächst mal gar nichts überlegen bei langfristig wachsenden Pflanzen. Wenn Sie dann irgendwas sehen, das Ding wächst gar nicht, oder es hat gelbe Blätter, oder es hat am Rand braune Ränder, oder die Blattspreiten sind aufgehellt, dann können Sie vielleicht Maßnahmen ergreifen, oder? Aber grundsätzlich holzige Pflanzen, Obst- und Beerenpflanzen, vielleicht mit einer Ausnahme, ich komme nachher darauf zu sprechen, brauchen mal als Grundhypothese keinen Dünger. Sie brauchen natürlich Dünger, Sie holen sich Nährstoffe im Boden, aber Sie müssen zusätzlich nichts geben. Dazu kommt, dass natürlich die Hausgärten und die Schrebergärten grundsätzlich schon längst überdüngt sind. Also da hat so viele Vorräte da, da können Sie davon zehren, vor allem, wenn Sie auch noch kompostieren. Kompost heißt immer auch Dünger.